Hallo, seid schön gegrüßt zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal hier in meiner frisch gestrichenen Küche, was ihr nicht sehen könnt, aber ich kann es sehen. Ich habe nämlich den Samstag vor dem 1. Mai damit verbracht, meine Küche zu streichen. Nachdem ich mein Regal leer geräumt habe, habe ich das gehörig bereut. Ihr habt die ganzen Becher auch gesehen. Meine Bude war ein einziges Chaos. Und ja, trotzdem finde ich es jetzt cool, hier zu stehen, weil dieser riesige fette Fleck von meiner Wand weg ist. Und ich freue mich hier zu stehen, weil ich euch ein neues Eisvideo zeigen kann. Und zwar das Cremissimo Amarena. Ebenfalls eine der Sorten, die ich eigentlich seit zig Jahren mir schon mal holen wollte. Und auch eine der ersten Cremissimo-Sorten, so, die mir so im Kopf blieb, die ich mal gesehen habe. Aber bis jetzt nie getestet. Deswegen wird es Zeit, dass wir das jetzt hier mal nachholen zusammen. Und ja, ich mir das Cremissimo Amarena angucke. Man muss dazu sagen, ich muss mal gerade den Fernseher gleich ausmachen, ist ein bisschen laut. Amarena ist so, zumindest das Amarena von der italienischen Eisdiele, ist so mit mein Lieblingseis überhaupt. Ne? Das liebe ich sehr und ich glaube nicht, dass ich diese Intention, oder diese nicht die Intention, sondern doch, dass ich die Erwartung haben darf, dass das hier da rankommt. So allein von den Kirschen her, weil da sind ja ganz spezielle Kirschen auch. Wenn man hier schon liest mit fruchtiger Sauerkirschsoße, also Amarena-Kirschen sind halt besonders eingelegt, ja, in Amaretto zum Beispiel. Und das wird hier sicherlich alles nicht so sein. Kleine Info noch, ich habe nicht vergessen, dass ich ein Gewinnspiel dazu für machen wollte, für die 1000 Follower meines YouTube-Kanals, die ich inzwischen habe. Ne? Ich habe ja gesagt, so, wenn ich 1000 Follower habe, gibt es ein Gewinnspiel. Das werde ich definitiv noch machen. Ich habe es nicht vergessen. Wenn ich etwas sage, dann tue ich das auch. Ich bin einfach nur nicht dazu gekommen, dieses Video zu machen. Habe mir auch noch nicht 100% überlegt, was ich da verspiele. Ich denke, es wird so ein bisschen Ben Jerry Goodie sein oder vielleicht sich wünscht, sich ein Eisvideo zu wünschen, was ich testen soll oder ein Produkt oder so. Das muss ich mir noch überlegen, das habe ich bis jetzt einfach nicht gemacht. Deswegen hier nur nochmal danke dafür, dass ihr meinem Kanal folgt. Und das Gewinnspiel, das kommt definitiv. Versprochen ist versprochen. Ich habe es nicht versprochen, das muss man auch eigentlich nicht, aber ich habe gesagt, dass ich es tue und dann mache und dann werde ich das auch tun. So, das Cremissimo Amarena. Ach ja, gucken wir uns doch erstmal hier die üblichen Facts an. 900 Milliliter, 520 Gramm, ein bisschen mehr als bei manchen anderen Cremissimos tatsächlich. Kalorien üblich wie bei Cremissimus, wobei hier tatsächlich doch mal mehr Kohlenhydrate. Ich denke mal, es wird relativ süß sein, dieses Eis. Und die Zutaten sind jetzt vielleicht auch interessant, gerade in Bezug auf Amarena. Vanilleeis mit Sauerkirschsoße, 18% weißen Schokoladenstückchen. Okay, das werden wieder die Deko sein. Gucken wir mal, ob hier irgendwas mit Amarena zu tun haben könnte. Zutaten, entrahmte Milch, Zucker, Glucose, Sauerkirschsaft. Ja, okay. Holla, die Waldfee. Nee, aber Aromen sind bestimmt irgendwo zu finden. Da sind sie. Ja, aber von Amarena oder Amaretto oder so steht hier nichts. Ich meine, ich habe jetzt nicht den Willen, dass hier Alkohol drin ist, aber irgendwie was Amarena-mäßig erwähnt ist, wäre ja doch schon cool gewesen. Das hier ist übrigens Amaretto. Schwupps, sehr lecker. Besonders mit Apfelsaft. Aber gut, darum geht es jetzt nicht. Gucken wir uns das Eis. Also doch, darum geht schon. Ne? Wir wollen. Entschuldigung, ich war gerade nicht ganz da. Also Amarena ist übrigens Bittermandelaroma. Das wäre so ganz gut gewesen für diesen typischen Amarena-Amaretto-Geschmack. Ja, gut. Ist hier, wie gesagt, auch nicht drin. Vielleicht ist ja das Aroma drin. Das werde ich ja dann gleich schmecken. Aber ich finde es halt komisch, dass hier irgendwie nicht so draufsteht, so mit Amarena-Geschmack oder so. Klatsch. Ja, das Cremissimo Eis. Wie üblich, sieht sehr gut aus, finde ich, ne? Oben die ja, Schokolade, die weiße, dann das Vanilleeis und die Kirschsoße. Die ist tatsächlich auch so ein bisschen rosa gefärbt. Er sieht ganz witzig aus eigentlich. Und ja, das ist das eigentlich. Wir kennen das Bild so, das ist nichts atemberaubend Neues. Ich werde mir hier was rausportionieren und melde mich. So, da bin ich wieder. Ich habe ja irgendwie noch keine eigene Cremissimus-Schüssel. Deswegen kann ich aber hier, glaube ich, ja die Ben Jerry-Schüssel nehmen, weil ich sage mal, bleibt ja in der Familie, gehört ja beides zu Langnese. Von daher ist das, glaube ich, ganz okay. Ich habe mir hier knapp ein Drittel mal rausportioniert und ja, wir können eigentlich sehen, dass dieses Eis relativ unspektakulär ist. Ist Cremissimo jetzt nie so. Ich meine, von der Optik, wie sage ich immer wieder, finde ich es ganz gut. Aber jetzt ist es so, ja, keine Ahnung, jetzt nicht irgendwie mit Stückchen halt oder sowas. Man hat halt oft bei Cremissimo zwar auch zwei Eissorten, mal Vanille, Schoko und dann die Soße und noch Topping drauf. Hier haben wir jetzt halt nur die Vanille
und oben ja die Stückchen drauf. Von daher, ja, das ist ja auch okay, ne? Es muss ja nicht immer alles pompös sein und gerade Cremissimo darf man jetzt ja auch nicht vergleichen mit anderen, wie mit so einem Ben Jerry, das sage ich immer wieder. Ist halt eine andere Art Eis. Von daher, ja, wir gucken jetzt hier mal. Das Schöne bei Cremissimo wird ja wieder der Schmelz wahrscheinlich sein. Es müsste noch einen Moment antauen, aber ihr kennt mich, ich bin ungeduldig. Von daher gucke ich jetzt mal, wie das hier so schmeckt. Mit so ein bisschen Amarena-Soße und den Schokostückchen oben drauf. Okay, war noch nicht genügend Soße, glaube ich. Schmeckt den nämlich relativ nach nichts fast. Der Schmelz ist gut. Ich habe jetzt gerade spontan den Eindruck, dass das Vanilleeis milder ist als bei dem neuen Schoko, Vanille Schoko Erdbeer. Da findet ihr auch das Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe den Eindruck, dass die Vanille hier dezenter ist. Oben drauf die Schokolade knackt auf jeden Fall. Guck mal, dass ich so ein bisschen Soße hier wegbekomme. Die ist halt immer total wässrig. Das stört echt. Boah, scheiße, ist das kalt. Ja, so ein bisschen Amarena-Aroma ist da, das schon, aber. Ich sag mal eher weniger. Geil ist immer genau das. Wenn man Eis in eine Schüssel vorportioniert, dann schmilzt das immer am Rand der Schüssel total geil. Und dann haben wir wirklich diesen extrem geilen Cremissimo-Schmelz. So kriegt man dann auch den vollmundigen Geschmack durch die Luft, die drin ist. Und gerade wenn es dann so angeschmolzen ist, dann ist dieses Eis echt super von der Konsistenz, wie ich finde. Richtig geil. Und es sieht auch so, finde ich immer ganz cool aus, wie sich das so schön über einen Löffel ziehen lässt. Ja, also das Eis bin ich eigentlich schon durch. Es ist tatsächlich, also ich finde, ich weiß nicht, wenn ihr den Vergleich habt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich finde die Vanille hier echt ein bisschen lasch, muss ich sagen. Und ja, und auch die Amarena-Soße oder Kirschsoße. Das ist für mich ehrlich gesagt kein richtiges Amarena-Eis oder so. Also es ist irgendwie so ein, keine Ahnung, was das ist. Eigentlich habe ich mich drauf gefreut. Also es schmeckt halt übrigens aber auch, das habe ich jetzt ja gerade gesagt, aber ich möchte mal erwähnen, es schmeckt schon nach Amarena. Es ist nicht einfach nur eine Kirschsoße, also Aromen sind drin, dass man den typischen Amarena-Geschmack hat. Ja, aber man darf ja hier sicherlich auch nicht erwarten, dass es jetzt schmeckt wie so ein Amarena-Eis vom Italiener. Das tue ich nicht. Ich finde nur irgendwie, dass das so ein bisschen noch intensiver hätte sein können. Vielleicht habe ich heute auch nur einen schlechten Tag und habe den Eindruck, dass es heute nicht so gut ist. Das Vanilleeis zumindest, ne? Weil das Amarena kenne ich ja noch nicht. Aber. Aber ich muss sagen, ich finde es etwas lasch, ehrlich gesagt, jetzt gerade. Schade eigentlich. Von daher, die Konsistenz ist wieder atemberaubend gut. Ich liebe das total. Das ist für mich immer echt eine Top-Bewertung dafür. Der Preis für 1,99 im Angebot ist dann auch in Ordnung. So relativ. Aber geschmacklich ist es eben echt nicht so gut. Finde ich jetzt gerade hier. Mir gefällt die Kombination an sich gut. Ne? Das ist halt einfach nicht spektakulär. Jetzt irgendwie nicht so Windbeutel oder Schoko-Brownie. Aber trotzdem gut, ne? Wenn man das mag. So, Kirsche ist allgemein ja auch ganz beliebt. Da kann man ja eigentlich auch nichts verkehrt machen. Nur wie gesagt, mir persönlich ist es jetzt gerade so ein bisschen. Ich finde es gerade nicht intensiv genug. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt mir gerne in die Kommentare. Von mir kriege ich dieses Eis hier nur in Ausreichen. Aber auch nur aufgrund der sehr guten Konsistenz und des doch ganz guten Amarena-Geschmacks, aber eben nicht intensiv genug. Und von daher, ja, von mir ein Ausreichen, von euch? Fragezeichen. Schreibt es mir in die Kommentare. Danke fürs Zusehen und bis bald. Ciao.